das Brennnesseljauche, liebe Gartenfreunde. Man sagt doch immer so schön, 1 zu 10 verdünnen. Ja, wie kommt man da überhaupt darauf? Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Ich messe jetzt diese Brennnesseljauche, wie viel Konzentration drinnen ist. Es sind um die 3200 EC-Wert, also Mikrosiemens. Und wir füllen jetzt einfach mal genau einen Liter rein. Und werde jetzt einfach mal schauen, wie viel Konzentration im Endeffekt in der ganzen Sache drin ist. Kurz stehen lassen und nochmal nachmessen. Wir haben jetzt hier eine Konzentration von 600 EC-Wert. Man muss aber beachten, dass mein Wasser, der Salzwert vom Wasser hat selber schon 230 EC-Wert und hier haben wir 600, das heißt, wir haben jetzt mit 1 zu 10 verdünnt. Das ist viel zu wenig Konzentration. Warum? Ich zeig's euch mal. Meine Tomaten haben im hydroponischen System einen Wert von 1400 und da könnte auf jeden Fall noch mehr sein. Ja, das bedeutet für mich, die Konzentration hier ist viel zu lasch, wenn ihr das einmal in der Woche düngt. Aber ich kann falsch liegen. Was denken ihr darüber? Selber mal ein bisschen nachgedacht, folgendermaßen, in der Erde habt ihr ja schon Nährstoffe drin und das ist nur eine Beigabe der Nährstoffe hinzu. In meiner hydroponischen Anlage ist es natürlich so, dass die Nährstoffe konstant anliegen, die müssen dann komplett hoch sein auf die 1500, 1600 EC-Wert und man muss natürlich dann auch die Erde mit dazu rechnen zu dem Dünger, dann passt das. Ich glaube, ich habe es mir schon selber beantwortet, aber was sagt denn ihr dazu? Ja, liebe Gartenfreunde, so ein EC-Wert-Messgerät ist natürlich auch sehr hilfreich bei Brennnesseljauche, um festzustellen, wie stark die Konzentration ist. Keiner weiß ja, wie viel Liter Wasser und wie viel Kilo da optimal reingeschmissen werden muss. Es ist ja immer verschieden, wie viel Brennnesseln vorhanden sind. Mit so einem EC-Wert-Messgerät kannst du die Konzentration deiner Jauche messen. Hier haben wir jetzt einen Wert von 3200. Und dann kann man den entsprechend dann verdünnen, nicht 1 zu 10, dann vielleicht nur 1 zu 8 oder 1 zu 5. Da muss man halt nochmal nachlesen, welcher Wert da korrekt ist. Man muss halt auch bedenken, dass in der Erde sozusagen ja auch Dünger drin ist. Aber das ist jetzt 1 zu 10 verdünnt und ich sage einen Wert von 600 abzüglich normalerweise auch noch des Wassers. Wir haben hier einen Düngerwert von 400 drin, das ist eigentlich nichts. Da könnte man eigentlich täglich gießen mit der Brennnesseljauche, also nicht nur einmal in der Woche, ist auf jeden Fall nicht zu viel und mit so einem EC-Wert-Messgerät, da könnt ihr das dann genauer überprüfen. Ich schaue euch mal den Link in die Videobeschreibung.